Meine sehr verehrten Damen und Herren, einige Tage nach der Europawahl möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die breite Unterstützung, aber auch für die vielen Glückwünsche, die mich erreicht haben. Die Europawahl am vergangenen Sonntag, dem 25. Mai in Deutschland, hat neue politische Konstellationen erbracht. Die CDU-CSU, die Union, ist weiterhin die stärkste politische Kraft im Europäischen Parlament. Aber wir haben Splitterparteien, Kleinstparteien, die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Wegfall der Sperrklausel das Europäische Parlament erreicht haben. Es wird darauf ankommen, dass die deutschen Abgeordneten der großen demokratischen Parteien deutsche Interessen gezielt und erfolgreich vertreten. Dazu werde ich auch in Zukunft mich bemühen, als Mitglied in den wirtschaftsnahen Ausschüssen des Europäischen Parlaments, wenn es darum geht, die Interessen unserer rheinland-pfälzischen Heimat, der ländlichen Räume, der Industrie, des Mittelstandes aktiv zu vertreten. Ich glaube, dass es wichtig sein wird, in den nächsten 5 Jahren Europa deutlich bürgernäher zu gestalten, die neuen Herausforderungen etwa bei der Wettbewerbsfähigkeit, beim Arbeitsmarkt, der Industriepolitik zu berücksichtigen und dafür zu sorgen, dass Europa sich nicht in den Details verzettelt, sondern dass es die großen Herausforderungen annimmt. Dazu möchte ich arbeiten und ich möchte Ihnen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit anbieten, mit vollem Engagement in den nächsten 5 Jahren für Europa einzutreten. Herzlichen Dank.